Activision hat ganz offiziell das nächste Update angekündigt, das Season 3 Reloaded Update. Uns erwartet einiges und erscheinen tut das Update am 10. Mai, das heißt in 7 Tagen. Die ganzen Inhalte, die wir uns anschauen, die sind für dieses Reloaded Update angekündigt worden und das meiste kommt auch direkt in einer Woche. Manches davon könnte aber ein bisschen später kommen. Das war in der Vergangenheit ab und an der Fall. Was auf jeden Fall kommt mit diesem Update, also direkt in 7 Tagen, ist Warzone Ranked. Leider gibt es zu dem Modus aber nicht wirklich viele Informationen. Es gibt überhaupt keine Informationen zu den Regeln, warum auch immer. Die werden erst morgen bekannt gegeben, also morgen gibt es dann auch mal einen Blogpost mit weiteren Informationen. Was wir schon wissen, ist, dass das ganze Rangsystem aus MW2 übernommen wird, aus Multiplayer, also das, was Treyarch gebaut hat für den Multiplayer. Und es wird wieder Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Crimson, Schillernd und Top 250 geben. Und auch in Warzone Ranked wird es Belohnungen geben, die man erspielen kann, wenn man einen bestimmten Rang erreicht. Also ein Operator-Skin, eine Waffenvariante, ein Waffenskin, Embleme und so weiter. Schauen wir mal, wie die ganze Sache wird. Ich glaube, da freuen sich aber auf jeden Fall viele drauf. Für Warzone gibt es dann so noch ein bisschen was Neues. Es gibt neue Items, die man finden kann. Da gibt es erstmal Perk-Pakete. Das ist, wie ich gedacht habe, wirklich ein Set an Perks. Also es ist nicht so, dass man einzelne Perks finden kann. Und ich denke, das wurde jetzt nicht gesagt, ich denke, die überschreiben die Extras, die man aktuell schon mit dabei hat. Das heißt, das ist eine Sache, die für Leute gedacht ist, die gerade noch kein Loadout haben oder mal ein Loadout hatten, aber nicht mehr haben, also für den Start von der Runde und wenn man gerade regainen will. Dann kommen die portablen Kaufstationen zurück, die so funktionieren wie in Warzone 1. Man kann die irgendwo finden, das ist eine Feldausrüstung. Und wenn man einen Shop braucht, irgendwann während der Runde, schmeißt man einen Marker, da kommt dann ein Shop und man kann seine Teammates kaufen oder sonstige Items kaufen. Und was auch kommt, ist ein Gulag-Einstiegskit, also im Prinzip ein Gulag-Token. Und wenn man schon mal im Gulag war und dann so ein Kit findet, so ein Token findet, dann darf man nochmal in den Gulag, wenn man stirbt. Also so eine kleine zweite Chance. Auch nichts, was ich verkehrt finde. Das ist alles, was für Warzone kommt. Das große Update ist hier wirklich Warzone Ranked und dazu erfahren wir mehr morgen Abend. Ich habe gelogen, es kommt doch ein bisschen mehr. Es kommen zwei Waffen, die dann natürlich in beiden Games verfügbar sind, in Warzone 2 und in MW2. Da haben wir erstmal die Tech-9, eine Sekundärwaffe, die F-Tech Siege heißen wird im Spiel. Sieht recht cool aus hier auf dem Bild. Und das ist eine Sekundärwaffe, sprich, die rüstet man aus als Pistole. Man kann hier also nicht erwarten, dass das Ding so gut ist wie eine normale MP. Ich glaube, das ist trotzdem eine coole Waffe und wird wahrscheinlich die Sekundärwaffe der Wahl. Also warum sollte man mit was anderem spielen, denke ich mir. Wobei man vielleicht mit der GS Magna spielen will. Das ist die vollautomatische Desert Eagle, die kommt mit dem Update. Hier ist auch Akimbo möglich. Und die erspielt man sich, indem man 30 Kopfschüsse macht mit der Desert Eagle, die gerade schon im Spiel ist. Die Tech-9 kann man sich erspielen, indem man mit Pistolen 50 Hüftabschüsse macht. Und für beide Waffen wird es auch ein Bundle im Shop geben. Ich freue mich ein bisschen auf die Waffen, muss ich gestehen, obwohl ich nicht so der Fan bin, wenn Sekundärwaffen kommen. Aber diesmal kommen besondere Sekundärwaffen. Ist mein Gefühl. Und was auch kommt, ist der Wurfstern, der eigentlich für Season 2 irgendwann mal angekündigt wurde. Der war dann auch innerhalb von Ashika Island zu finden auf dem Boden. Und jetzt kommt er als Waffe, die man wirklich benutzen kann im Spiel. Und für dieses Ding, für diesen Wurfstern, muss man 50 Abschüsse mit dem Wurfmesser machen. Was auch kommt mit dem Season 3 Update, ist eine weitere Tarnungs-Challenge. Da freue ich mich extrem drauf. Wie die Tarnung aussieht, wissen wir gerade noch nicht. Ich hoffe, dass es was Schönes. Und ich freue mich hier, weil das dann eine Sache ist, die man für alle Waffen ausrüsten kann. Wenn man eine Waffenvariante erspielt in irgendeinem Event, wie beim Trophy-Event zum Beispiel, ist das halt immer was nur für diese eine Waffe, was ich nach wie vor schade finde. Mit dem Event wird es wieder zwei Tarnungen geben. Die erste Tarnung ist wieder pro Waffenart. Man muss eine Challenge machen pro Waffenart und bekommt die erste Tarnung. Und wenn man alle Challenges gemacht hat für diese erste Tarnung, bekommt man eine zweite Tarnung, die man dann auch nutzen kann für alle Waffen. Mit den ARs muss man 250 Abschüsse machen, mit den Battle Rifles 30 Headshots, mit den MPs 3 Kills 30 Mal ohne zu sterben, mit den Shotguns 30 Hüftabschüsse, mit den LMGs 50 Anlehnenabschüsse, mit den Marksman Rifles 25 Weitschüsse, mit den Snipern 30 Weitschüsse, mit den Pistolen 50 Abschüsse. Die Werfer brauchen 40 Abschüsse und die Messer 30 Abschüsse von hinten. Das sind die Challenges diesmal, auch wieder absolut machbar. Dann bekommen wir für den Multiplayer eine neue Karte, Alboran Hatchery, eine 12-Spieler-Karte. Und die spielt am Ende der Kampagne der Sniper-Mission. Die hat hier auch einige Objekte mitbenutzt, aber ich würde sagen, die wurde neu gebaut für den Multiplayer.
Sieht für mich auf jeden Fall so aus. Leider gibt es keine Informationen, ob die Nachtmap auch in der Tagesversion kommt. Hätte ich mir ja gewünscht. Ich hoffe, das ist vielleicht so eine kleine Überraschung für Season 3. Ich hoffe, Infinity Ward setzt irgendwas um. Weil wie ich schon mal meinte, diese Karte ist vom Aufbau wirklich gut, aber das ist halt eine Nachtkarte. Und das macht deswegen einfach nicht so viel Spaß, finde ich persönlich. Dann kommt Face-Off zurück, der Modus aus MW3. 3 gegen 3 spielt man hier auf den Gunfight-Maps, aber es können eigene Loadouts benutzt werden und es ist nicht der Gunfight-Modus. Sprich, man kann TDM spielen oder Abschuss bestätigt spielen und das könnte Spaß machen. Da bin ich sehr gespannt. Was wir auch bekommen, ist Giant Infection. Das ist infiziert auf einer Battleground-Map. Ist vielleicht ganz cool für ein paar Runden, holt mich jetzt aber nicht zu 100% ab. Dann kommt eine neue Raid-Episode, Episode 3. Die Mission startet anscheinend damit, dass man sich in so einen großen Krater abseilen muss und dann ist man irgendwo unterirdisch unterwegs und als Belohnung für diese Raid-Episode bekommt man den Operator Alex. Finde ich ganz cool. Dann ist es so, dass es eine neue Special-Ops-Mission geben wird. Hafid Port von Al-Masra ist der Standort, da wird man spielen können. Ja, Special Ops ist irgendwie nicht so wirklich was für mich, muss ich gestehen, aber für alle Leute, die diesen Modus spielen, gibt es neuen Content. Und DMZ bekommt auch ziemlich guten neuen Content. Also wenn man DMZ gerne spielt, dann ist es so, dass ihr jetzt einen neuen Bereich bekommt, einen neuen Untergrundbereich. Geschichtlich ist das ein Bereich, der auf Al-Masra spielt oder unter Al-Masra. Aber ich denke, hier wird es so sein wie bei Gebäude 21, dass man da reinladen muss und dass es nicht so ist, dass es ein Ort ist, den man finden kann, wenn man auf Al-Masra unterwegs ist. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Spielt ihr DMZ? Soll ich da nochmal ein Video machen? Ist das ein Thema? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. An der Operator-Front gibt sich Activision auf jeden Fall auch Mühe. Die Operator, die rauskommen, sehen zum Teil wirklich gut aus. Aber das sind halt trotzdem 25 oder 30 Euro Packs und MW2 macht mir nicht genug Spaß, um da jetzt irgendwie Geld auszugeben. Deswegen bin ich da immer noch ein bisschen zögerlich. Ich habe mir das Anime-Bundle gekauft, muss ich gestehen. Da war die Waffenvariante für die neue, für die DLC-Waffe mit am Start. Das ist eh eine geile Waffe, die ich gerne spiele. Da konnte ich nicht Nein sagen. Aber ansonsten habe ich mir nur das eine CDL-Bundle gekauft und das war's. Also wirklich viel Geld ausgegeben für Bundles habe ich diesmal nicht. Und hab's, glaube ich, auch nicht vor. Aber schauen wir mal, wenn jetzt hier die ganzen Sachen rauskommen. Erstmal ist es so, dass ein Basketballspieler kommt, Kevin Durant. Das ist ein Operator-Skin, der zum Spiel kommt. Habe ich persönlich leider überhaupt keine Bezugspunkte. Aber ich glaube, den einen oder anderen von euch wird das vielleicht freuen. Dann bekommen wir ein Throwback-Audio-Pack. Da habe ich mich ja extrem drauf gefreut. Das wurde schon angekündigt mit dem Season 3-Update. Ich dachte aber irgendwie, dass man Sounds für alle Waffen bekommt innerhalb vom Spiel, die sich dann so anhören wie Waffen aus dem originalen MW2. Und das ist nicht der Fall. Hier bei diesem Bundle wird es einfach zwei Waffenvarianten geben. Die eine ist anscheinend die MP5, die andere ist dann vielleicht die M4, dazu gibt es keine Informationen. Und diese beiden Waffen werden so aussehen und sich so anhören wie damals beim originalen MW2. Und was wir auch bekommen ist Soap als Operator, aber das macht die ganze Sache direkt ein bisschen uncooler. Ich dachte halt, dass wir auch einen Sound bekommen für die Intervention zum Beispiel, der sich so anhört wie im originalen MW2. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht. Was es dann auch gibt, sind zwei Bundles, die komplett over the top sind, die mir deswegen ziemlich gut gefallen. Ich mag es sehr, wenn es verrückt wird. Dann mir einmal das Tracer 2023 Champs Pack. Da sind Waffenvarianten mit dabei, mit Tracer-Munition. Aber diesen Skin, den man hier sehen kann, den wird es als Operator geben. Wie heftig sieht das denn bitte aus? Komplett verrückt, komplett over the top, aber irgendwie gut. Und was es auch noch geben wird und ich habe meinen Augen fast nicht getraut, ist ein Red Pack. Und dieser Skin mit dieser Rattenmaske wird ein Operator sein. Also das sind zwei Bundles, wo schwer wird, Nein zu sagen. Ich lasse mich von solchen Sachen irgendwie mal catchen. Was soll ich sagen? Was wir auch bekommen, was jetzt aber noch nicht bekannt ist, sind natürlich Waffenänderungen und sonstige Patches. Dazu dann mehr, wenn das Update rauskommt. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu den ganzen neuen Informationen sagt. Freut ihr euch auf das Update oder eher nicht? Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Tschüss.